Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir möchten uns in diesem Video anschauen, was Attributes oder Attribute in C-Sharp sind. Ja, was sind Attributes? Immer wenn man an einem bestimmten Code-Teil eine eckige Klammer sieht, in der ein bestimmtes Wort steht, wie zum Beispiel Serializable, hier habe ich es. So. Das ist ein Attribut in C-Sharp. Und Attribute können an bestimmte Code-Teile angehangen werden und bilden sogenannte Zusatzinformationen, die manche Frameworks nutzen, die teilweise der Compiler nutzt und so weiter. Wir sehen hier eben das sogenannte Serializable Attribute. Das hat mit dem Serialisierungsvorgang zu tun. Serialisieren ist quasi, dass ein Objekt in eine Form bringt, in der es abgespeichert werden kann, beispielsweise in eine Datei oder zur Übertragung über ein Netzwerk. Und das Gegenteil dazu wäre eben das Deserialisieren. Und in .NET gibt es bereits sogenannte Serialisierer, die eben bestimmte Objekte einfach entgegennehmen und anhand von bestimmten Attributen, die wir dem Code angehaftet haben, eben entscheiden, welche Teile oder welche Eigenschaften, welche Felder werden serialisiert und welche nicht. Hier habe ich zum Beispiel ein weiteres Attribut, das sehen wir jetzt hier schlecht. Ich mache mal aus diesem Namen eine Eigenschaft, die eben auch noch direkt das dazugehörige Feld hat. Und hier könnte ich jetzt beispielsweise sagen, dass ich das sogenannte Non-Serialized-Attribut mit hier anbringe, an dieses Feld jetzt. Das würde dann eben dem Serialisierer sagen, wenn du diesen Mitarbeiter in die entsprechende Form zum Übertragen oder zum Speichern bringst, dann nimm dieses Feld nicht mit. Das macht jetzt hier keinen speziellen Sinn. Ich möchte hier eigentlich bloß zeigen, dass man eben Attribute an unterschiedliche Code-Teile anheften kann. Und immer wenn man eben diese eckigen Klammern mit diesem Wort in der Mitte sieht, dann sind das letztendlich Attribute, die jetzt an dieses Feld angehaftet sind. An diese Attribute kommt man nur über einen Mechanismus, der Reflection heißt, wieder heran. Das nutzen dann eben die entsprechenden Framework-Bestandteile, wenn eben hier beispielsweise dieser Mitarbeiter analysiert würde, dann wird er eben gesehen, aha, dieser Typ soll serialisiert werden und wenn ich ihn serialisiere, dann soll ich dieses Feld nicht mitnehmen. Und dazu wird eben ein Mechanismus, der Reflection heißt, eingesetzt, um an diese Attribute wieder heranzukommen. Anders geht es nicht. Das soll uns jetzt aber erstmal nicht wirklich belangen, wie das genau funktioniert. Das schauen wir uns in späteren späteren Videos nochmal genauer an. Wichtig ist bloß, wenn wir sowas im Code sehen, sehen wir, aha, das ist ein Attribut und das sind eben Zusatzinformationen, die für bestimmte Funktionalitäten, beispielsweise bei bestimmten Frameworks oder auch für den Compiler und so weiter, notwendig sind. Es gibt sozusagen verschiedene Attribute und die können auch verschieden angewendet werden. Jetzt schauen wir uns mal, wenn wir auf dieses Serializable Attribute gehen, mal genauer an, was das eigentlich ist. Und wir sehen hier, wenn ich das mal aufklappe, das hier ist einfach eine Klasse, von der man nicht ableiten kann, die ist geschlossen. Also Attribute sind Klassen. Und wir sehen hier, die heißt eigentlich nicht Serializable, so wie wir es angegeben haben, sondern Serializable Attribute und leitet wiederum von Attribute ab. Das ist eben die Basisklasse für alle Attribute. Können wir auch mal anschauen.
Und wir sehen hier, wir könnten hier Attribute noch dahinter schreiben. Ist genau das Gleiche. Aber es ist Konvention in .NET, dass man eben bei diesen Attributen dieses Suffix-Attribute nicht mit angeht, sondern bloß serializable. Und genau das kann der Compiler auch ohne Probleme auflösen, obwohl die Klasse hier, wie man sieht, eigentlich anders heißt. Und dann sehen wir, diese Klasse hat für uns von außen gesehen eigentlich nur einen Konstruktor, einen Standardkonstruktor. Was aber auch noch interessant ist, diese Klasse ist selber mit Attributen gekennzeichnet, wie wir hier sehen. Eben dieses comVisible-Attribute, das möchte ich jetzt erstmal außen vor lassen. Aber das hier ist wichtig, das ist das AttributeUsage-Attribute. Ich kann auch nochmal kurz drauf schauen. Das ist auch selber bloß ein Attribut und so wird es genutzt. Anyway, bei diesem AttributeUsage steht drin, auf welche Programmierkonstrukte dieses Attribut angewandt werden kann. Und wir sehen hier eben auf eine Klasse, auf eine Struktur, da schauen wir uns noch genauer an, was das heißt, auf eine Enumeration, da schauen wir uns auch noch genauer an, was das ist, oder auf ein Delegate. Und wenn wir eine Klasse von einer anderen ableiten, die eben mit diesem Attribut gekennzeichnet ist, dann wird das nicht mit weitervererbt. Das sagt dieses inherited gleich false aus. Ja, so viel zu Attributen. Für die direkte Funktionalität eines Programms haben Attribute erstmal nichts zu tun. Erst wenn man entsprechende Klassen einsetzt, die eben auf bestimmten anderen Klassen Attribute verlangen. Oder wenn wir bestimmte Angaben an den Compiler machen möchten. Wenn ich mich recht entsinne, wäre das das non-browsable. Aber ich oder field not browsable. Ich bin mir nicht sicher. Also es gibt auf jeden Fall auch ein Attribut, mit dem man sagen kann, dass ein Feld eben nicht vom Debugger mit berücksichtigt werden soll in den Locals Windows beispielsweise. Es wird dann bei einem Objekt nicht aufgeführt. Aber ich bin mir gerade nicht im Klaren, wie der genaue Wortlaut dieses ich glaube, Debugger non-browsable könnte es sein. Genau, Debugger browsable. Und hier kann man eben sagen, niemals, sowas. Also hier würde ich dem Debugger mit diesem Attribut sagen, bitte führe dieses Feld niemals im Debugger in den Locals aus, wenn wir ein Programm ausführen. Aber das nur niemals. Okay. Wir fassen zusammen, Attribute zeichnen bestimmte Code, stellen eben mit zusätzlichen Infos aus. Diese Infos holt man sich über einen Mechanismus, der Reflection heißt. Das ist das dynamische Auslesen von Typinformationen zur Laufzeit. So viel sei schon gesagt. Und wenn wir das eben sehen, wissen wir, aha, diese Zusatzinfos sind eben wichtig, werden in manchen Frameworks eben gebraucht. Am häufigsten sieht man es heutzutage eigentlich bei Unit-Testing und wenn man eben bestimmte Objekte in eine Form zum Abspeichern oder Versenden bringen möchte. Und prinzipiell kann man Attribute eben an fast alle Code-Teile anhängen, also an Klassen, an Interfaces, an Enumerationen, an Delegates, an Strukturen, sagen wir alles noch nicht, an Felder, an Eigenschaften, an Methoden, an Parameter von Methoden, an Rückgabetypen von Methoden. Überall da können theoretisch Attribute mit angebracht werden, eben für Zusatzinformationen. Und wenn Sie das sehen, wissen Sie eben auch Bescheid. Aha, okay, das ist ein Attribut und das trägt eben bestimmte Zusatzinfos. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Vielen Dank.